Estaba actuando. ¿O era real? Really? It wasn't me. I'm not going down for this. Hallo, liebe Simracing und Rennsportfans und ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Noch einmal Nordschleife Production Car Challenge. Hallo, Tommy. Oh, ich glaube, der scheint gerade auf Toilette gegangen zu sein. Production Car Challenge Nordschleife mit dem neuen Toyota GR86. Jetzt habe ich gerade deine Begrüßung gehört und habe überhaupt nicht reagiert. Weißt du ja, ne? Don't drink. Hallo Tommy. Don't drink without a drive. Hallo Patrick. Na, heute Production Car Challenge mit dem Toyota GR86. Ein Fahrzeug, das wir alle neu geschenkt bekommen haben von iRacing. Ab und zu muss es ja mal was geschenkt kriegen, ne? Ist das ein Fronttriebler? Nee. Ist ein heckgetriebenes Rennfahrzeug für kleines Geld? Für kleine Leute. So. Gucken wir mal Entries. Wie viele sind wir denn? 30 knapp. 30 Leute oder was? Ja. Schönes Feld, Hälfte, Hälfte. Ich glaube, die eine Hälfte sind, was sind das? Ich bin erst MX, bei 90. MX5, ja. Tatsächlich kann man, wenn man möchte, hier auch mit dem Jetta mitfahren. Jetta fährt wohl niemand. So, muss jetzt gerade mal gucken hier. Weißt du noch mit dem Jetta? Ja, super. Das war wunderbar. 25. Unser erstes gemeinsames Rennen, das war wundervoll. 25 Liter reichen, ne? Ich hoffe es. Heute insgesamt 29 Fahrer am Start. Jetzt exit clear. Hast du mitbekommen, das große Stühlerücken in der Formel 1? Ne. Die ganzen Teamchefs. Jost Capito ist bei Williams rausgeflogen. Andreas Seidel ist bei McLaren entlassen. Frederic Vasseur ist bei Sauber weg und ist zur Ferrari gegangen. Oh, da kommt Besuch. Andreas Seidel ist jetzt auch bei Ferrari. Yellow Flag. So, da ist irgendjemand gerade reingekommen im Discord. Hi. Der Tommy, der tritt hier gleich an. Wer ist da? Der Anfang zu spät. Ah. Der Mann, der über alles schimpft. Kurz dein Twitch anmachst und du mich dann mit 300 Leuten raidest. Thumbs up this video. Nachdem ich dagegen geschrieben habe, dass. Ja, gut. Wie gesagt, mein Kabel ist kaputt. Ja, ich hab's gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Wir wollten ja heute schon zusammenfahren. Das klappt ja nicht. Oh, das Kritting geht schon los, hier sehe ich. Wie warst du honk bis zu spät? Ja, vorhin, du hast anmoderiert und bist nicht da. Ja. Ach so, ja, ich hab das. Doch hier mein, ich muss durch. Ich hab auch gedacht, hallo, hallo. Drink and drive hier. Oh, scheiße, 30. Ah. Ja. Um das Auto richtig vorzustellen, G86 steht für Entschleunigung. Ja, wir brauchen hier bei uns im Kanal einen Fachmann. Ja, wenn der Totti, der übernimmt das ja sonst immer, aber der ist in letzter Zeit nicht so oft da. Ja, der ist ja. Schichtführer geworden. Der muss Bier trinken. Ich glänze immer nur mit meinem nicht vorhandenen Fachwissen. Ich hätte es fast komplett und es wird gleich How losgehen. Alles. Schreib hin alles. Alles. So. Das sind so die besten Fragen so beim Rennstart so. Welches Setup für den LMP? Ja. Alle.
In Führung hier Daniel B. Lopez auf Pole Position vor Steph Bosemans. Und das Pacecar macht sich schon auf die Reise. Viel Glück, Tommy. Ja, danke. Neues Auto, neues Glück. Ich bin mal gespannt heute. Da scheißt die Wand an mich. Wie sind denn das? In Toyota haben alle iRacer geschenkt bekommen. Also, das sind 16 GR86 und genauso viel MX5er. Also eigentlich ein recht überschaubares Feld. Schauen wir mal, wie sie sich alle schlagen. Oh mein Gott. Und ich vermute mal, dass die schnellen MX5er die langsamen... Der Zeitunterschied zwischen Toyota und MX5 gar nicht so groß, wie man meinen sollte. Okay, Elfter. Tommy, du fährst ja auch mit dem Minolta Branding. Also muss das sein, ja schön. 80er Jahre Gruppe C Lackierung. Gruppe C? Ist ein Toyota 86 schon mal in der Gruppe C gefahren? Der Toyota ist zwar ein tolles Rennauto, ja, ich kratz aber ab. Von dem Prototypen Lichtjahre entfernt. Jetzt konzentrieren wir uns mal auf den Start hier. Oh, auf geht die wilde Fahrt. Ja, gib alles. Daniel eröffnet das Rennen. Ja, wenn er hier mal Gas geben würde. Dahinter Sepp Kosemans. Ah ja. Oh, wenn man die anderen Rennen gewohnt ist, da ist das hier alles ein bisschen behäbig. Erste Kurve und hier gibt es sofort Gerange, Brandon Walsh daneben. Na, die ersten Überholmanöver. Und Tommy mitten im Gerange. Ui. Sepp Kosemans hier P2. Warte, ist immer noch da. Hier dahinter Olli Peters auf dem dritten Platz. Oh, da kracht's, Achtung. Da liegt einer. Auf dem Dach rutscht einer hier quer über die Strecke. Vorsicht. Das ist der Remco van Putten. Scheinen alle gut vorbeigekommen zu sein. Ui, du bleibst doch auf dem Dach liegen. Das schauen wir uns dann gleich mal an. Der Dieter ist da. Der Dieter, der Ritter. Da gibt es einen auf dem Deckel. Den hat das man ist aber nicht ritterlich, was der hier abzieht. Ja, aber was soll er machen? So, der ist erstmal da. Also ich meine, gut, der hätte jetzt hier bremsen können. So. Neben ihm, das ist der. Ja. Wer ist das denn? Das ist der Remco van Putten. Ja. Er ist auf dem Dach durch die Hatzenbach gerodelt. Ja. I made you my bitch. Nett gesagt. Nett gesagt. Uns geht gleich weiter. Das kaputte Kfz. So, wen haben wir hier? Gochtross. Was macht er? Oh, das sieht auch aus wie so ein Drift, der nicht mehr eingefangen wird. Oh. Ja, Halsbach runter. Ja. Ah, oh, das ist der Knick da. Aber die und fährt er los? Ja, er fährt los. Oh Mann, ey. Wir fahren jetzt wieder Zweikampf um die Führung, aber diesmal kommt er heil. Ich will nicht, dass der abfliegt. Ey, ich bin so ein guter Mensch. Ah, du bist schon zu nett für einen Rennfahrer. Nächster Zwischenfall. Da ist ja wieder der Gord raus. Ach komm, jetzt bitte nicht jetzt da dazwischendurch quetschen. Mal gucken, was passiert. Okay, er quetscht sich dazwischendurch. Ah, wie ärgerlich. Wieso fährt er, wenn der... gut. Ah, der ist rübergeschwenkt. Das ist der Gomez, oder? André Gomez, der siebte mit der Autonummer 22. Wow. Und dann räumen die sich gegenseitig ab, oder? Und wahrscheinlich der Hintermann noch mit rein, oder? Yes! Yes! Aber die fahren hier ein ganzes Stück sauber wie die Porsche-Fraktion. Die letzten Porsche-Rennen, ich bin ja aus dem Unfall-Replay machen gar nicht mehr rausgekommen. Hier Jordan Sharp in dem Bild, in einem Tommy. Oh, ist er weg? Ist der Tom wieder weg? Wahrscheinlich. Vor dem Tom, der Sebastian Andesberger und der Remco steht in der Box. Es stehen schon einige an der Box hier. Hier vorne jetzt Sepp Kosemans vor Daniel B. Lopez und hier Ishvan Tiga vor Matthew Alves und Christian Hackel auf P3. Bei den Mazdas in Führung Ishvan Tiga der Zweite vor Matthew Alves und Christian Hackel. Ramon Esteves auf P4. Und hier mal ein Blick nach ganz vorne ins Toyota GR86 Feld. Hier auf P3 Olli Peters. Dahinter Jose Lanka auf P4, P5 Miguel F. Martins. Auf dem 6. Platz der Dieter De Reiner. Platz 7 Alberto Castillo. Oh! Das interessiert mich gerade so gar nicht, wer auf wo ist. Auf 8 Sebastian Angelo, Platz 9 Sebastian. Nee, Scott Angelo auf Platz 9, Sebastian Antisberger und du bist 10. Tommy. Hinter dem Tommy gab es wieder einen kleinen Zwischenfall. Schalten wir direkt hin. Nächster Incident. José Godino, Wehrseifen, bisschen schnell, rodelt geradeaus, lehnt sich kurz an, aber weiter geht's, nichts passiert. Ja, bisschen Zeit verloren nach hinten. Und ein paar Positionen verloren. Inzwischen der Tommy in den Top 10 angekommen. P10, super. Hier Alberto Castillo, P7. P8 Scott Angelo und P9 Sebastian Andesberger, Tommy auf P10. Vor 20 Kilo hat der Tom gespielt. Ja,
Das haut gut hin. Ach, Scheiße, jetzt. Durch den Exit schlecht erwischt hier. Jetzt kommt er vorbei. Scott kämpft hier mit dem Sebastian Andesberger und dahinter der Tommy mit dem Jordan. Jordan Schaublin, Seite an Seite. Kesselchen Richtung Klostertal kämpfen die zwei Jungs hier. Und wie es aussieht, kann der Jordan vorbeigehen. Tolles Duell von beiden und sehr fair ausgetragen. Ja, vorbeigegangen. Tom gibt jetzt nach. Vorbeigeschlichen. Ganz vorn hier, Zef Kosemans konnte sich schon ein kleines bisschen vom Daniel B. Lopez absetzen. Jose Lalanka an Olli Peters vorbeigegangen. Miguel F. Martins auf P5 im wunderschönen Lightning McQueen Design. Ganz enger Kampf hier, Steilstrecke. Zef Kosemans verteidigt geschickt. Alter. Hinter Miguel Martins 3,5 Sekunden Lücke. Und hier Christian Hackel, P3 hinter Matthew Alves. P4 dann Ramon Esteves und P5 der Nate Schmirtic. Hier Matthew Alves im Bild, vor ihm nur der Ishvan Siga. Die schnellen Mazdas holen auf die langsamen Toyota jetzt auf. Das wird jetzt sicher lustig werden. Oh nein! Und wir hören es schon. Oh, 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 oh. Schade, Tommy Caracciola-Kreisel abgeflogen und Position verloren. Schade. Wie es aussah, nur eine Unkonzentriertheit. Weiter geht's. Zum Glück nichts weiter passiert. Wir schauen uns den Unfall gleich mal an. Das ist mir ja noch nie passiert. So dreht er sich denn da weg? Stimmt, von ganz alleine. Oh, next incident? Oh Gott. Das war sehr schade. Da haben wir den Thomas Silbernagel, Caracciola-Kreisel. Eine kurze Unkonzentriertheit, verliert sein Auto, kann aber weiterfahren. Eine Position ist weg, schade. Die nächste auch. Ja. Hier vorne die Plätze 1 bis 6, ein ganz enger Kampf um den Sieg in der Toyota-Klasse. Ein toller Kampf um den Sieg hier. Oh. Oh, da hat es gekracht, Scott Angelo. Der nächste Unfall, da schalten wir gleich mal hin. Dann haben wir Scott Angelo. Was macht der? Oh, und er kommt ins Rutschen. Verliert sein Auto, dreht sich weg, kann aber einen Einschlag verhindern und weiter geht's. Okay. Und jetzt vorsichtig irgendwie zurück auf die Strecke. Oh, jetzt kommen die MX-5er bestimmt gleich. Da komme ich vorbei. So, nächster Incident. Dann haben wir ja Scott Angelo im Brünnchen ist das. Uiuiuiui. Und was passiert jetzt nicht? Rückwärts fahren, da kommen die MX-5er. Jetzt. Da, ist gleich, da steht gleich hier der SOS-Nummer. Ja, genau. Kannst du anrufen, ne? 0800. Oh, der Drittplatzierte fliegt hier ab. Ist kollidiert mit dem Toyota. Christian Hackel. Im MX-5-Feld oder wo? Ja. Und nachdem es am Anfang etwas ruhiger war, geht es hier Schlag auf Schlag. Das ist schade. Jose Godin. Und das Auto ist krumm. So, wen haben wir denn hier? Ah, die fahren sich gegenseitig in die Kiste. Der Mann ja, und der Christian, der hämmert dem Jose Godino volle Kanne hinten rein und beide fliegen ab. Schade. Ja. Was ist das denn? Der Christian Hackel, der ist doch bestimmt hier so ein, das ist doch bestimmt so ein MX-5-Überflieger, ja, oder? Ja. Das ist, glaube ich, der Drittplatzierte, ne? Der war Drittplatzierter, ja. Hier im Cockpit von Olli Peters, der den Dreikampf um den Sieg formatfüllend im Blick hat. Ach du Scheiße, was passiert denn da? Kosemans, Lopez, Lalanka und Peters. Wilde Überholmanöver auf der Döttinger Höhe. Tolle Kämpfe hier und wir hoffen, dass alle überleben. Diese Schlachten auf der Döttinger Höhe sind immer geil anzuschauen. Blau und Kreis wird rot. Okay. Ja, Christian Hacke. Zef Kosemans immer noch vorn. Ja, der ist was leider ist? In der Box. Und Jose Godino, mit dem er kollidiert ist, auch. Boah, ein MX-5. 5 Sekunden hinter mir. Das ist der Führende. Oh, die Führung muss da jetzt gerade gewechselt haben. Ja, die sind ganz nah zusammen da. Und auch hier im MX-5-Feld ein toller Zweikampf um den Sieg. Aber ist der schneller? Okay, die fahren zu zweit, die geben sich Windschatten wahrscheinlich. Die hatten auch keinen Ausritt, aber so langsam sind die nett hier. Ja, vor allem auf der langen Geraden, ja. Und eben gab es noch einen richtig kuriosen Zwischenfall, schalten wir mal gleich hin. So, was ist das denn hier? Alfredo Segura, was macht der? Der guckt bestimmt aufs Handy. Elfter? Guck mal. Das musst du auch erstmal schauen. Ja. Döttinger Höhe. Oh, nee, Alter. Komm. Ohne Not die Kacke weggeschmissen und aufs Dach gelegt. Das, oh. Alfredo Segura. Das ist, ne, hier, während
während Autofahren auf Handy gucken, ne? Macht man nicht. Oh mein Gott. Mitten auf der Geraden abgebogen. Hier Zef Kosemanns in der zweiten Runde. Der aktuell führende Zef Kosemanns, der Name sagt mir was, der ist früher schon mal in irgendeinem Rennen mitgefahren. Der führt jetzt vor Jose Lalanca und Daniel B. Lopez nur noch auf P3. Auf dem vierten der Olli Peters. Die beiden Erstplatzierten konnten sich jetzt schon eine Sekunde vom dritten absetzen. Olli Peters und Daniel B. Lopez in der Verfolgung. Aber auch P5, Miguel F. Martins noch dicht dran. Dahinter schon eine größere Lücke von fast 3 Sekunden auf Sebastian Antesberger und Didier De Reiter. Noch einmal 3 Sekunden weg. Nächster Zwischenfall. Ich hole auf jeden Fall auf den Alberto hier auf. Schalten wir gleich mal hin. Es hat heute noch keinen Unfall in Arenberg gegeben, nur ein Ausritt. Tom Smith ist das, ja. Was passiert hier? Gerade. Oh, oi. Position 15, da war das, war hinter mir. Und was macht er? Also, angeschlagen steht er da. Ja, ja. Und jetzt nochmal in die Box fahren? Nee. Scheiße. Wow. Verliert dein Platz. Allerdings nach vorne 5,6 Sekunden. Direkt hinter dem Tommy, Alberto eine halbe Sekunde dran. Ich sehe den ganz klein am Horizont. Oh, der ist auch gut unterwegs, ey. Nächster Zwischenfall, schalten wir gleich hin. Scott Angelo schon wieder. Ja, er fährt immer auf den Randstein und schmeißt die Kiste weg. Ja. Katzenbach, ausgehebelt und weggedreht. Nächster. Wenigstens fährt er nicht rückwärts auf die Strecke. Weißt du, was der da macht? Aber der hat es ein bisschen zu weit gedreht gerade. noch eine Pirouette. Der Miguel F. Martins, der hat eine lustige Lackierung. Wie hieß der hier? Diese Trickfilm-Rennauto? Lightning McQueen? Genau. Das ist ja echt, der Rennfahrer weiß das überhaupt Bescheid. Disney Cars sollte jeder Rennfahrer kennen. Hier ist die Fäkalienkurve. Also die. Ah, Scheiße! Die ersten paar Plätze, richtig super. Top 10 inzwischen safe. Mal schauen, was noch geht. Du kannst dich jetzt langsam absetzen vom Alberto, aber nach vorne bleibt der Abstand gleich. Und wenn der Tommy mal wieder hier vorne eine solide Leistung zeigt. Im Hinterfeld ein kleiner Wackler, den schauen wir uns gleich mal an. Mach mal hier das Ding an. Wer sei. Netsch, Mirtic, dass sie immer so komplizierte Namen haben müssen. Oh, was passiert denn da? Da geht doch irgendwas kaputt. Er fährt einfach geradeaus, schlägt ein und ploppt weg und ist verschwunden. Das sieht eher aus, als ob plötzlich alles ausfällt und der fährt einfach geradeaus. Ja. Bergwerk, Olli Peters und Miguel Martins kämpfen hier immer noch ganz eng. Ja, der Abstand da zu dem neuen Platzierten, der wird größer, schon 6,4. Kesselsen und Miguel greift jetzt an. Lightning McQueen setzt jetzt an zum Überholen, Seite an Seite. Und geht jetzt an dem Olli Peters vorbei. Kesselchen. Toller Zweikampf, sauber geführt hier. Richtung Klostertal. Und auch Sebastian Antesberger kann wieder aufholen. Also die ersten, sag ich mal, 8 Fahrzeuge sind noch dicht beisammen. Nächster Incident. Oh, Gord Ross. Dann ist auf Position 28. Hatzenbachbrunner verliert sein Auto und dotzt ganz leicht an. Oioioi. Dreht sich ein paar Mal. Boah, der kommt hier schön rumgeslidet. Und der Istvan und der Matthew kämpfen in der MX-5-Klasse um die Führung. Ja, die Donner haben Kampf aber Spaß, hier. Ne? Ja. Aber alles fair. Nach hinten zum drittplatzierten Ramon Esteves, jetzt schon 18,9 Sekunden Abstand. Was haben wir denn wieder, denn Remco van Putten? Boah, mit reparierten Auto erneut, das Arenberg. Mit Einkracher. Konntest du mir abfangen, der ist ein bisschen zu schnell gewesen. Ja. Kann aber weiterfahren. Ja. Und der Scott Angelo, der hat große Mühe, mit seinem weitwunden Toyota an dem MX-5 vorbeizugehen. Jaco hatte eben auch einen kleinen Zwischenfall. Nächster Incident unten in Breitscheid. Dann haben wir hier wieder den Jaco. Innen auf dem Randstein ausgehebelt und rups geht das Auto rum. Nein, aber Glück gehabt, dass er den anderen nicht weggedotzt hat. Ja. Und jetzt haben wir doch nochmal volle Kanne rückwärts gegen die Mauer und macht sich das Auto kaputt. Oh, meine Damen. Okay. Lubomir Lazarov mit russischer Beschriftung auf dem Auto. Der Lubomir hier auf P8 unterwegs, nach hinten schon über 40 Sekunden Lücke und
Die Unfälle reißen nicht ab. Wir schalten gleich wieder hin. Nächster Incident. André Gomez kommt hier ins Schlingern und Remco van Putten muss ausweichen. Boah, ich weiß gerade nicht, wo das ist. Ja, da steht's. Kanonat. Weißt du Bescheid? Schlägt rückwärts ein, fährt wieder auf die Strecke und räumt hier den Alfredo Segura ab. Oh Mann, ey. Fährt, da macht er einfach die Tür zu. Egal, ob der das, ob da einer ist oder nicht. You killed me, is what you've done! Unsere Zuschauer denken auch, wir fahren nur noch auf der Nordseite. Das ist auch die beste Rennstrecke von der Welt, oder? So sieht's aus. Oh! Der Führende hat das Auto geschrottet. Ne, der Zweitplatzierte. Und der nächste Unfall. Drei Autos ineinander gekracht aus dem Führungstrio. Und der Olli Peters fährt jetzt ohne Heckflügel. Hier hat es mal richtig gescheppert. Da müssen wir dann gleich mal ausführlich hingucken. Hey, jetzt gibt es so reiche Diskussionen. Oh, da wäre fast der nächste abgeflogen. John Brandon Walsh, der hier durch den Schrott durchfahren musste. So, was sind wir hier? Chef Kosemann, ehemals Führende. Der hat bestimmt Spaß gehabt, ne? Autsch. Ach, das waren die, ach du meine Herren. Der knallt dann in die Bande rein so und dann schleudert er halt zurück. Aber dann, also die zwei hier, McQueen und der Lightning auch noch, McQueen, ne? Ist auch noch durchgekommen, aber dahinter räumt er ab. Guck mal, was passiert hier. Nochmal ein bisschen zurück. Der Olli Peters, der verliert hier die Hälfte von seinem Auto. Ah, oh, schade, oder wie? Schade, dass die sich so weggenommen haben. Ah, ja. Das ist aber, ich meine, das ist aber auch, ne, du, sich da so ein bisschen verschätzt, da kommt ja nicht viel raus, ne? Ich meine, der kommt halt auf die Wiese. Der Chef Kosemann, ne? Ist der Einzige, den ich hier kenne aus dem Feld. Das Drama geht weiter. Und da kommt Chef Kosemanns und versucht weiterzufahren. Zack, uiuiui. Ah, das hat keinen Zweck mehr. Ja, jetzt geht er nochmal ab hier. Aber eigentlich gut in die Lücke reingestellt, ne? Ja. Jose D'Alanca liegt jetzt in Führung im wunderschönen John Player Design. Dahinter Daniel B. Lopez und Miguel F. Martins. Lightning McQueen jetzt auf dem dritten Platz angekommen. Lightning McQueen. Dahinter dann Jordan Sharpin. Aber Lightning McQueen fährt in die Box. Oh. Lightning McQueen fährt in die Box. Da ist irgendwas im Busch. Wahrscheinlich wird er seinen Fast Repair ziehen. Das bedeutet, gibt es hier einen Fast Repair, Tom? Hat wahrscheinlich vorhin doch irgendwas abbekommen oder muss eine kurze Strafe absitzen. Aber es sieht aus, als hätte er eine Stop-and-Go-Strafe gehabt, weil er hat kurz angehalten und fährt weiter. Kommt aber vorm Tommy aus der Box wieder raus. Olli Peters auch in der Box. Miguel F. Martin. Doch, es gibt einen Fast Repair, sehe ich gerade. Auf dem sechsten Platz zurückgefallen. Und Tommy, du bist nur noch 9 Sekunden dahinter. In der MX-5-Klasse, der Matthew Alves konnte sich jetzt leicht absetzen vom Ichbahn-Sieger. Und so einige MX-5 sind jetzt an die Box gefahren zum Reparieren. Oh, P5 und 6 ganz dicht, nee, P4 und 5 ganz dicht beisammen. Ah, der Hintermann, der scheint, also entweder hat er ein Setup drauf mit viel Flügel, weil der konnte jetzt auch im Windschatten nicht rankommen auf der Dettinger Höhe, ne? Und jetzt hier wird der Abstand auch größer. Jose D'Alanca ist die letzte Runde eine 7,59,869 gefahren. Da ist einer im. Das ist Didier de Reiner. Und doch ein Unfall in Arenberg. Wieder ein Platz gut gemacht, Tommy. Das war der 5-Platzierte. Ja, dem fehlt auch der Heckflügel und noch ein paar andere Anbauteile. Günstige Ersatzteile. Schauen wir uns gleich mal an. Aber wenn ich sehe hier, ne, die MX-5 fahren eine 8,11. Der Dieter. Was ist mit dem Dieter? Ach so, absolut. Ja, oh, Scheiße. Eieiei. Wird auf dem inneren Körper ausgehebelt und fliegt auf der anderen Seite ab, kracht in die Mauer und macht einen Salto. Dieter steht da. Arenberg. Oh, das sieht aber auch cool aus, ne? Jetzt ja. So. Schön zum Mann. Ja, aber so von der Silhouette. Didier, der Reiter, nochmal abgeflogen. Der Didier scheint jetzt arge Probleme zu haben. Wir hatten noch einen anderen Unfall. Das müsste Adenauer Forst sein. Ja, den schauen wir uns jetzt gleich mal an. Also hinter mir? Ja. Nächster Incident. Hatzenbachbrunner, die Schikane hier. Ein Toyota. Tom Smith macht hier einen Ausflug. Bom, bom. Ach du Scheiße. Die Toyota sind nur minimal schneller. Bisschen wie Carrera-Bahn an der Leitschiene lang und weiter geht's. I am the one who knocks. Die schnellen MX-5-Fahrer sind schneller als die langsamen Toyota-Fahrer. So viel Unterschied ist da nicht, hast du recht. Ja. Ja, das ist bemerkenswert in solchen Rennen. Man hat immer so
eine Handvoll Leute, die richtig schnell sind mit diesen Autos auf dieser Strecke und ein paar so wie mich, das ist so ein Durchschnitt. Aber irgendwie, man verliert sich dann auch, ne? Ja. Also Lightning McQueen fährt direkt vor dir. 11 Sekunden Abstand. Ja. Mit frisch also was reparierten auch spannend Fahrzeugen. Ist, du kannst gucken, Platz 2 und 3, die sind recht nah zusammen. Da gab es auch wieder ein... Haben wir hier ein Bild, Daniel und Jordan. Ja, Daniel B. Lopez, ja, ganz dicht dran an Jordan. Scheiße. Nochmal dieser Wehrseifen müsste das sein hier unten. Feuert die Kiste davon. Wahnsinn, dass das Ding überhaupt noch gerade fährt. Komm, geh nach Hause, Dieter. Oh, was macht der denn? Fährt er immer noch weiter? Der Joseph Dalanka, der ist schon im Kreisel. War der führende MX-5, ist 5 Sekunden hinter mir. Sag ja. Du bist 2 Sekunden langsamer gefahren wie er in der letzten Runde. Der Jaco? Jaco war genau im Mazda. Oh nein! Der sieht aber auch nicht mehr so gut aus, das Engel Auto, ne? Wer ist halt gerade ausgedonnert? Die Kiste ist mega krumm. Alter Vater, ey. Schrammt an der Leitplanke entlang, da kommt der Gegner. Ja. Der Führende geht jetzt vorbei. Am Alberto. Die Führenden. Ja, der wird wahrscheinlich Platz gemacht haben. Ich glaube, das ist ein sehr. Und der Olli Peters kommt auch noch von hinten. Tommy, wieder in Zwischenfall. Er überholt jetzt hier den Alberto Castillo. Schalten wir direkt hin. Im Windschatten von den zwei Führenden MX-5. Und da geht der nächste fliegen. Wen haben wir da? Oh, mal wieder ein Toyota. Was ist denn mit ihm hier? Innen auf dem Randstein ausgehebelt. Der José. Adenauer Forst, José Godino. Hat's auch das Auto verloren. Weiter geht's. Who's alive? Ah, ich glaube, der wird einen Teufel tun, da die beiden führenden MX-5er dazu zu stören, um hier noch einen Platz zu ergattern. Ich glaube nicht, dass das... José Lalanga, der Leader hier, fährt hier ein super Rennen und seinem wohlverdienten Sieg entgegen. Der nächste Zwischenfall. Oh, der Führende geht jetzt in Bell of S. So, Gocht Ross mal wieder. Oh, das ist zu schnell. Oh, da ist eine fiese Wand da. Die tut weh. Kurz angelehnt, weiter geht's. Ich komme jetzt erst Richtung Pflanzgarten da unten. Auf jeden Fall ist der Istvan Sieger wieder an dem Matthew Alves vorbeigegangen. Ah, das gibt wieder Safety Rating. Geht jetzt auf die Dettinger Höhe. José Lalanga, ein Top-Rennen hier gezeigt, wird das Rennen auch gewinnt dahinter. Jordan Schablin, die letzten Meter für unseren Leader, hat genügend Abstand zu Daniel B. Lopez, um die Dettinger Höhe auch überstehen zu können. Alle drei hier ein super Rennen gezeigt heute. Dahinter auf P4 haben wir den John Brennan Walsh. P5 dann, Lightning McQueen, Miguel F. Martins. Lightning und den Tommy, ganz knapp hinter den Top 5. So, was gibt das? 6 oder was? Oder 7? 1, 2, 3, 4. Position 6, Tommy. Ein Top-Ergebnis. Die letzten paar Meter, hohen Rhein-Schikane für José Lalanga. Von P4 gestartet. Souveräne Vorstellung, super Paint. Eine mega saubere Leistung. Chapeau. Der hat auch golden glänzende Felgen. Ach, schön. Die letzten Meter und da ist die Zielflagge draußen. Ein ganz herzlicher Glückwunsch geht an José Lalanga. P2 Jordan Schablin. Und weiter hinten hat es wieder gescheppert. Schalten wir gleich nochmal hin dann. Und P3 Daniel B. Lopez. Juhu. Dann haben wir auf dem vierten Platz den John Brennan Walsh. Der hier nochmal unter Bedrängnis vom Lightning McQueen kam und dann kommt unser Tommy auch schon angebraust. Von P11 gestartet als Sechster im Ziel, Hut ab, super. Auf P6, da gibt es 8 Pluspunkte. Hinter dem Tommy kommt der Olli Peters und dann Matthew Elvis, da fehlt doch einer, Istvan Tiger. Juhu. Und hier unser Führender Matthew Elvis und plötzlich ist der Zweitplatzierte, der Tigers, verschwunden. Oh, mit Schrottauto versucht er sich ins Ziel zu schleppen. Ramon Estevez hat ihn schon überholt. Da muss irgendwas passiert sein. So, Istvan Tiger auch zu schnell.
Oh, da hat er seinen Sieg weggeschmissen. Ja, das ist aber wirklich ärgerlich. Ah, Schwalbenschwanz. Aber wie viele fahren da oben da rein bei dem Porsche Cup Rennen oben hier? Da habe ich bestimmt 5 Unfälle gemacht oder 6. Also okay, alle da oben reingedonnert, halt wirklich schade. Okay, Wahnsinn. Schleppt sich hier mit schrottischen Auto und die Gegner kommen von hinten. Und es hat noch mehr Unfälle gegeben. Einer nach dem anderen frisst ihn auf. So, Ramon, Estevez. Ach du Scheiße. Oh, wow, wow. Aber noch Glück gehabt. Estevez fährt auch. Oh, das ist auch einer von den Führenden, oder? Position 13. Liegt an Position 2 und kann die Kiste aber noch retten. Ja, okay. Oh, das ist gerade das Problem, der hier rumeiert. Ach, jetzt kriegt er noch eine mit. Vom Zef Kosemanns. Und wir hatten weiterhin noch einen kleinen Unfall. Den schauen wir uns als letztes auch noch an. So. Aber er kämpft sich tapfer bis zur Ziellinie. Hut ab vor Istvan Ziger. Da ist die Ziellinie. Er hat es geschafft. Tom Smith. Eieiei. Er hat es auch mal nochmal richtig rausgehebelt hier. Das ist Schwalbenschwanz. Kleine Karussell, oder? War das gerade? Das kleine Karussell ist das, genau. I am the one who knocks. Und damit haben wir jetzt auch den hoffentlich letzten Unfall abgearbeitet. Eine wilde Rennpremiere für das neue Fahrzeug, aber zum Glück alles gut gegangen für den Tommy heute. Oben eingeblendet SOS Kinderdorf, eine Herzensangelegenheit für unser Team. Der Link zur Website in der Videobeschreibung unter diesem Video. So, war doch ein tolles Rennen von dir, Tommy, bis auf diesen kleinen Ausrutscher. Genau, einmal Karussell, mal unkonventionell genommen. Aber Nordschleife hat sich wie immer gelohnt. Auf jeden Fall, beste Strecke ever. Wir bedanken uns bei allen Zuschauern für die Zeit, die ihr uns geopfert habt. Ich bedanke mich bei dir, Tommy, für das Rennen, war toll. Ja, und schön, dass du dabei gewesen bist. Es war mir wie immer eine Freude und ein inneres Blumenpflücken. Genau wie mir, vielen Dank. So, dann bleibt uns nur noch auf Wiedersehen zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao. Это все, что ли? Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.